Ja, servus, grüßt euch. Wenn ihr wissen wollt, was es mit meinem selber gemachten Poncho auf sich hat, dann viel Spaß im Video. Ja, servus, grüßt euch miteinander. Ich bin der Markus von Buschkraft Oberbayern und heute geht es um einen selber gemachten Regenponcho. Der hat ein paar Besonderheiten und die möchte ich euch jetzt zeigen. Jetzt erst einmal technische Daten. Das Ding wiegt so wie es da liegt, 700 Gramm. Besteht aus einer 2-Lagen-Membran, außen braun und innen beschichtet, also mit der Membran. Hat eine Wassersäule von 20.000 mm, also absolut wasserdicht. Und dennoch atmungsaktiv, was mir sehr wichtig war, weil gegenüber so Billig-Ponchos wie, ja, ich nenne jetzt keine Marken, aber ich komme aus China und fange mit Müll an und so weiter. Habe ich auch schon mal verwendet, aber wenn dann mal wirklich Power ausgeht und Bergaufstieg oder irgendwie sowas, dann ja, sammelt sich da drunter so richtiges Wasser. Ich werde jetzt das Ding einmal aufbauen. Ja, warum aufbauen? Ganz klar, das Ding soll auch als Tarp verwendet werden. Aber dazu kommen wir jetzt erstmal nachher. Jetzt bauen wir das Ding erst einmal auf und dann zeige ich auch noch, ja, was das für einen Sinn hat, warum Tarp und auch Poncho. Ja, bis gleich. Das Ding steht und ja, zu die Maße, das Ding ist gut 2,70 Meter lang und 1,50 Meter breit, also das reicht um alleine darunter zum Pennen, zum Lagern oder was auch immer. Und ja, jetzt kommen wir mal zu den Besonderheiten. Also innen glänzt es leicht, weil das die Membran ist, außen ist ein glatter Stoff, der ist in Braun gehalten und ich habe an jeder Seite 4 Schlaufen und an der kurzen Seite 3, also in der Mitte nur eine. Und jetzt kommen wir mal zu den Besonderheiten und dafür gehen wir mal auf die andere Seite. So, wie man sieht, hat das Ding eine Stelle, die nicht sauber gespannt ist. Das hat aber einen gewissen Grund. Und zwar, ja, gehen wir mal näher ran. Und was ich noch sagen möchte, also das Ding ersetzt jetzt kein vollwertiges Tarp und das ist jetzt, sagen wir mal, der Prototyp dafür. Ich habe hier ein Loch, ja, das kann ich aufmachen, da werde ich noch ein Klett reinmachen, dass ich das zack, bumm, zu. Und ja, warum ist das so? Ja, das Ding ist ja ursprünglich so, dass ein Regenponcho sei. Und da kann ich meinen Kopf durchstrecken. Und das ist jetzt so übernäht, dass ich da trotzdem auch noch durchlangen kann. Und warum ist das so? Ja, weil dann kommt Luft raus. Ja, darum kann ich jetzt da mit durchlangen. Somit bin ich jetzt regengeschützt. Also wenn jetzt ein voller Sturm kommt, dann werde ich wahrscheinlich ja, doch ein paar Tropfen abkriegen. Aber das Ding soll ja eigentlich ein Regenponcho sein. Und die zweite Option ist ein Tarp. Wenn ihr das nachbauen wollt, ihr könnt ihr das gerne noch verfeinern. Ist auch überhaupt kein Problem. Und ja, da vielleicht noch Klett anbringen oder Druckknöpfe oder wie auch immer. Aber jetzt zeige ich euch einmal, ja, muss es wieder abbauen, aber dann zeige ich euch einmal, wie das als Regenponcho ausschaut. Ja, nur noch mal so als Detail, also ist mit Polyamidband eingefasst und die Schlaufen sind auch Polyamid. Ja, so schaut das Ganze aus. Da ist vernäht, das muss so sein wegen dem Kopf. Und ja, da ist die Belüftung. Das könnte man auch noch zumachen, wenn jetzt da Wasser runterläuft oder was. Wie gesagt, das ist das erste seiner Art. Und das könnte man bestimmt noch ein bisschen straffen. Ja, was wollte ich noch sagen? Also die Dinger, genau die Nähte sind nicht getaped.
Warum? Ja, es ist ein Nylonfaden mit Baumwolle ummantelt. Wenn der feucht wird, quillt er auf und dichtet die Löcher ab. Und ein Regenschauer bei uns in unsere Breitengrade dauert auch nicht den ganzen Tag. Und darum war mir das da ziemlich wurscht. So, ja, um das jetzt als Regenponcho zu zeigen, werde ich das Teil jetzt mal wieder abbauen. Dann nehme ich euch jetzt nicht mit dazu. Aufbau habt ihr schon in Zeitlupe gesehen. Hat ungefähr 4 Minuten gedauert. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, ja. So schaut das Ding jetzt aus. Ein Regenponcho ist nie schön, aber um das geht es ja auch nicht. Ja, warum ist der hinten so lang? Ganz einfach, wenn ich jetzt da einen 60 Liter Rucksack oder mehr drunter habe, der wo hoch aufbaut, dann soll ja der da auch noch drunter passen. Darum ist das Ding vorne kürzer, ist jetzt für mich so passt, wenn ich noch Gamaschen hoch habe, dann kann ich mich noch sauber bewegen und die Hose wird fast nicht nass. Ja, über die Schultern, wie man merkt, geht es leicht drüber. Und wenn ich jetzt ja, da noch voll zumachen mag, dann kann ich im Endeffekt da noch Schnur nehmen. Ja, und bin komplett geschützt. Jetzt kann meine Arme einziehen. Habe immer noch, ja, eigentlich ist das ein Videoaffig, aber mehr gehört auch dazu. Gell? Schaut halt scheiße aus, aber ja, mir geht es da hauptsächlich um die Funktion. Und da kann ich dann auch noch mir sauber bewegen. Ja, jetzt, weil ich ja mal jetzt schon in einem Kommentar geschrieben habe, dass ich keine Kapuze will, ja. So kann man das Ding nämlich auch verwenden. Am besten ist ein Cap oder so, wenn man drüber hat. Und da habe ich meine Lüftungslöcher, da kommt sauber ja, die Luft raus und kein Wasser rein. Ja, so ist der Verwendungszweck. Die Maske habe ich jetzt so für mich aufpasst. Kann jetzt da noch zumachen. Und jetzt zeige ich euch das noch mit meinem kleinen Savotta Jäger Rucksack. Der ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen klein, aber dann hängt das hinten nicht so weit runter. Und ich könnte das mit den Schlaufen auch noch ein bisschen hochbinden oder halt auch kürzer bauen, weil das Ding ist eh self-made. Also ich könnte es auch noch abschneiden. Fertig. Ja, ziehen wir das Ding mal aus. Ja, ich habe jetzt meinen Savotta Rucksack aufgeschnallt. Der ist nicht so groß. Maß für das Ding war mein großer Ranger 60 von Tasmanian Tiger. Aber ich schlupfe jetzt einfach mal rein und dann wird man sehen, dass das dann hinten schon vom Boden weg ist. So. Ja. Also, jetzt könnte ich da immer noch zumachen. Das Ding ist hinten jetzt vom Boden weg und man kann super laufen. Jetzt da noch vielleicht eine Schnur rum, Paracord oder was, oder ein Gürtel und schon bin ich komplett zu. So, ja, das war es eigentlich schon zu meinem Selfmade Poncho, Tarp, wie man es auch nennen will. Ja, es ist nicht perfekt und ich könnte es noch ein bisschen verbessern mit Klettstreifen, dass das noch schöner gespannt ist im Tarp-Aufbau oder wie auch immer. Werde ich vielleicht noch machen. Ich habe es jetzt zwei oder dreimal im Einsatz gehabt im Regen. Es hat mich trocken gehalten und das ist das Wichtigste. Ja, wenn ich vielleicht noch einen kleinen Schutz brauche für meinen Biwaksack zum Drüberspannen, ideal als Tarp, weil der Biwaksack, der dicht ja ab. Ja, Kosten von dem Ding sind ungefähr 50 Euro, je nachdem wie stark man die Membran nimmt, ob dreilagig, zweieinhalb oder zweilagig. Das muss jeder für sich selber wissen. Das Ding hat, glaube ich, 135 Gramm pro Quadratmeter und dann ja, ist das ein guter Kompromiss zwischen Robustheit und Gewicht und Packmaß. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Nach unten. Nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.